So. Das hatten wir schon gelesen, meine ich. Und doch ist es offensichtlich, dass der Rat irgendetwas über den Weltuntergang weiß. Danke, Hybrid. Denn die Teleforoi herbeirufen wollen. Zu wahre sind die Ausflüchte, die sie machen. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass der Rat der Philosophen ein Geheimnis verbirgt, das die Zukunft ganz Schalayans betrifft. Ich lese jetzt erstmal in den ausgeliehenen Büchern, ob ich nun finde, was wir suchen oder nicht. Es wird auf jeden Fall lehrreich werden. Du wirst mir doch sicher bei der Interpretation helfen, oder? Oh. Das habe ich in der Schule schon immer gehasst. Interpretation, ja, ja. Die Stunden verstreichen. Verstreichen, verstreichen, sind verstrichen. Hilfe! Es wird immer voller! Ah, da bist du ja wieder. Und konntest du etwas über Schalayans Geschichte und den Rat der Philosophen herausfinden? Vielleicht. Sehr gut. Falls du Appetit auf noch weitere Lektüren hast, kannst du jederzeit die magischen Marionetten im Eingangsbereich der Bibliothek. Nein, entsprechend das Referenzverzeichnis ist in dieser Hinsicht sehr hilfreich. Aber leg doch ruhig erst einmal eine kleine Pause ein. Juhu! Stufe 81! Wir haben es endlich auf 81 geschafft. Achso, warte. Hybrid mit Glöckchen, ohne Glöckchen oder mit Plüsch. Irgendwo, ne? Wo war's hier? Da! Ich frage doch mal mit, ohne... Ansonsten setze ich gleich einfach irgendwelche Katzenohren auf. Kann ich auch machen. Wenn es dir egal sein soll, bitte. Ansonsten werden es die Plüschigen. Heute mal bitte Plüsch, das ist kalt draußen. Okay. Hätte ich Gott sei Dank nicht gemacht. Nee, falsch. Ja. Ah. Haar eingeklemmt. So, einmal. Ein Öhrchen. Und das zweite Öhrchen. Tada! Müsste sitzen, hoffe ich. So. Wolltest du auch eben eine kleine Pause einlegen? Ja, wollten wir. Was hältst du davon, wenn wir zusammen was zu trinken kaufen gehen? Ich könnte den Spaziergang gut gebrauchen. Meine Schultern sind schon ganz verspannt. Die letzte Bastion am Hafen kennst du ja bestimmt schon. Der Kaffee da ist gar nicht übel. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns dann dort. Welche mit Plüsch und Glöckchen holen. Die Weihnachtszeit. Es kommt drauf an, ob man welche findet. Ich weiß, dass es welche in Pink gibt, aber Pink ist jetzt nicht so wirklich meine Farbe. Ich kann irgendwann mal gucken, ob es welche in Kombination gibt, aber... Bisher habe ich noch keine in Kombination. Ich konnte vielleicht Glöckchen dran nähen, aber dazu müsste ich nähen können. Halt. Wo komme ich denn nicht runter, ne? Nee. Natürlich nicht. Warte mal kurz. Oh nein, was hast du jetzt schon wieder vor? Jetzt, weil es heißt, warte mal kurz, ist es nichts Gutes.
Das Finale. Ah, hier muss ich hin. Hallo, Alize. Nee, du bist nicht Alize. Hier. Das Café erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wie ich sehe. Eigentlich ein Wunder, dass es über all die Jahre nicht noch voller geworden ist. Das sagt doch etwas darüber aus, welchen Stellenwert der gute Geschmack in Chalayan hat. Dabei fällt mir ein, was hältst du davon, wenn wir uns ein wenig umhören, wo wir schon mal hier sind? Vielleicht schnappen wir etwas Interessantes auf. Wir können die Leute zum Beispiel fragen, ob sie von den Teleforoi gehört haben. Okay. Ah, die. Ja, da fand ich den Bügel nur nicht ganz so schön. Weiß nicht. Da hat mir der Bügel irgendwie nicht ganz so gefallen. Warum habe ich das jetzt dreimal geöffnet? Ich habe auch keine verraten. So. So. Bitte auch einmal. Warte. Lesen. Wir kommen in der letzten Bastion. Möchtet ihr etwas bestellen? Ah, wenn das nicht die gute Alizée ist. Dich habe ich ja schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr hier gesehen. Ah ja, es ist wirklich lange her. Das ist Meister Dicon. Dicon? Der Inhaber der letzten Bastion. Als ich noch Studentin an der Akademie war, war ich hier oft im Café. Als ich hörte, dass du mit deinem Bruder nach Eosea abgereist bist, habe ich mir große Sorgen gemacht, dass du vielleicht nie wieder zurückkehren würdest. Und jetzt grassieren Gerüchte in der Stadt, dass ihr mit eurem Vater im Streit liegt. Ja, ist alles in Ordnung? Leider nicht. Und wie es scheint, weiß inzwischen die ganze Stadt von unserem Familienstreit. Nun, es handelt sich immerhin um die großen Livilleuse. Jedes Wort aus dem Mund deines Vaters wird von den Leuten genau verfolgt. Aber was führt dich ausgerechnet jetzt wieder zurück nach Chalayan? Es gibt etwas, das ich recherchieren muss. Sagt Master Tikong, habt ihr jetzt schon einmal etwas über die Apokalypse gehört? Das Ende der Welt? Außer den großen Katastrophen weiß ich nichts zu dem Thema. Bist du hier im Café, um mehr dazu herauszufinden? Ja, richtig. Eigentlich wollte ich mich bei den Gästen ein wenig umhören. Aber die waren nicht sonderlich gesprächig. Wie kann ich euch dabei helfen? Lass mich mal überlegen. Achso, das hatte ich ja gerade. Sag, du bist eine Freundin Alizés, nicht wahr? Kommst du aus Eosea? Dann sollte dein Gesicht hier niemand bekannt sein. Sehr gut. Was hältst du davon, mir ein wenig beim Kennen auszuhelfen? Ich habe hier gerade eine Reihe von Bestellungen bereit liegen, die nur noch an die entsprechenden Gäste überreicht werden müssen. Bei der Gelegenheit kannst du bestimmt auch ein paar Informationen aus den Gästen herauskitzeln. Eine klasse Idee, aber ist das für dich auch in Ordnung? Ich hatte doch eh keine Wahl. Wird doch gar nicht gefragt. Hervorragend. Ich überlasse dir die Bedienung von drei Kunden, die alle je eine Mahlzeit bestellt haben. Hör gut zu, ich erkläre dir jetzt, wer welches Menü bekommt. Zunächst einmal ist da eine kleine Gruppe, die an der Küstenpromenade sitzt.
Ihr bekommt das Teeset. Als nächstes dann die beiden Damen, die dort am Tisch sitzen. Die Hochländerin ist ein Stammgast und heißt Gisla. Sie hat das Riviera-Frühstück bestellt. Als letztes müsstest du noch gegrillten Hummer mit Kräutern an den Herrn Mikote da hinten bringen. Falls du eine Frage hast, kannst du dich jederzeit melden. Viel Erfolg. Weil ich das auch alles behalte. Das war der Mikote, ne? Was? Nee? Okay. Okay. Dann war das nicht der Mikote. Warte mal, wenn er Mikote mit ansitzt, aber okay. Okay, die zwei Frauen, bei denen weiß ich's. Irgendwas easy. So eine Quest war fertig. Nun kommt die, welche du vorhin gemacht hast. Brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Ah, ja, mach das. Mach das. Ich hatte eben meine kurze Mini-Pause, als ich Fotos begrüßt habe. Okay, dann ist das hier der Hermikote. Bin ich passieren. Bis ich in dem. Doch. Dafür aber in anderen. Ich sag zum Beispiel einfach mal Anno. So, kann ich jetzt wieder zurück? Ist das Ding jetzt fertig? Ja, Alice, hi. Oh, ich hab voll. Und hat die Heldin Eosias eine neue Leidenschaft entdeckt? Die Welt zu. Der Welt zu Dienst mal anders? Aber Scherz beiseite, hast du irgendwas Interessantes in Erfahrung bringen können? Nö. Verstehe. Nicht viel Handfestes. Zumindest die Zeitungen scheinen ein wenig über den Tellerrand zu blicken. Auch wenn man sonst nicht viel wusste. Selbst Meister Ducon hat, der wahrscheinlich den ganzen Tag über Gerüchte aufschnappt, wusste nichts zu berichten. Vielleicht ist er wirklich nur der Rat der Philosophen, der sich um das Weltgeschehen Gedanken macht. Aber es war ein Versuch wert. Komm, ich schulde dir noch eine Tasse Kaffee. Entspannen wir uns ein wenig. Lass uns bitte ein wenig abseits vom Kaffee sitzen. Ich habe genug Aufmerksamkeit für einen Tag erhalten. Hinter dem Peristyl sollten wir ein ruhiges Plätzchen finden. Eben bitte was? Hier sollten wir in Ruhe unsere Kaffee genießen können. Okay. Es wäre schön, wenn mal wieder gesprochen wird. Weißt du, ja. Dass Vater uns verstoßen hat, das lässt mich nicht kalt. Auch wenn es so aussehen mag. Ich glaube, ich wollte es einfach nur nicht wahrhaben. Und ich merke jetzt erst wirklich, wie sehr es mich kränkt. Erinnerst du dich daran, als wir uns entschieden haben, nach Shalayan zu reisen? Raha sagte, unser Vater habe so reagiert, weil der Rat der Philosophen etwas vor uns verheimlichen will. Ich denke, er hat recht. Klar, wir sind eine Familie von Dickköpfen und Vater hat sich oft mit Großvater gestritten. Aber es sieht ihm einfach nicht ähnlich, uns der Blutgier zu bezichtigen oder uns gar zu enterben. Wie dem auch sei, als er uns dann fragte, ob der Krieg all die Opfer wert sei, hat es mir erst recht die Sprache verschlagen. Alfino hat es in einen tiefen Gewissenskonflikt gestürzt, aber ich glaube keine Sekunde daran, dass wir auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Deshalb war ich auch so sauer, so verletzt. Nach dem Treffen in Gridania wurde mir auch schmerzlich bewusst, dass ich selbst ziemlich stur und selbstgerecht bin. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Wenn ich damals nur gesagt hätte, was mir auf dem Herzen liegt, hätte es vielleicht gar nicht so weit kommen müssen. Stattdessen habe ich vor Zorn die Zähne nicht auseinandergekriegt. Sie sind bestimmt zum Labyrinthus unterwegs. Ah, das Labyrinthus liegt direkt unter dieser Insel hier. Schalayan ist der Ort, an dem das Wissen der Welt gesammelt wird, richtig? Das heißt aber nicht, dass sich dieses Wissen nur auf Schriftrollen in staubigen Bibliotheken beschränkt. Es werden auch Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen studiert. Alles, was kreucht und fleucht, wird gezüchtet, katalogisiert und analysiert. Nett. Und das alles passiert im Labyrinthus. Das da eben war allerdings eine erstaunlich große Ladung. Als ich hier noch gelebt habe, war sowas ein seltener Anblick. Dabei fällt mir ein, hattest du nicht auch etwas davon gesagt, dass sich die Lieferungen seit kurzem häufen? Und die Glauber, die das Labyrinthus beliefern, arbeiten für gewöhnlich nur mit Genehmigung des Rates. Moment mal. Was wäre, wenn es gleichzeitig mit dem Auftreten der Teleforoi begonnen hat? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang und die Antworten auf unsere Fragen liegen im Labyrinthus. Ich ahne fürchterliches. Ich warte ja schon auf so auf die erste Instanz. Können sie ja nur noch Stunden handeln. Na gut, wir sind aber immer noch bei Stufe 80er Quests. Ja, sogar immer noch. Ja. Wir sollten sofort allen davon berichten, was wir beobachtet haben. Geh schon mal vor zur Bibliothek, wo die anderen warten. Ich werde noch schnell unsere Tassen zur letzten Bastion zurückbringen. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig gehe. Ich denke einfach mal. Da habe ich jemanden angehen gehört. Chimaronzo. Hallo. Spielung auf FF10. Hier hin. Ja. Nee, ich muss nach da oben. Oh, da harmonisiere ich mich einmal kurz. Ja, ich habe die Schleimpfütze. Du bist zurück. Konntest du ein wenig verschnaufen? Es gibt nichts Besseres als eine frisch gebrühte Tasse Kaffee vor der letzten Bastion. Aber wir haben nicht nur Zeit vertrödelt. Uns ist etwas aufgefallen, das möglicherweise ein wichtiges Detail sein könnte. Ihr kennt ja die Glauber und ihre Aufgaben. Ich glaube, ich rieche den Kamin. Ich rieche zum Feuerholz.
Hab ich das Fenster gar nicht offen. Naja. Interessant. Kein Zweifel, die Klauber sind oft im Auftrag des Rats unterwegs und besorgen wichtige Artefakte, Waren und Studienobjekte aus der ganzen Welt. Wenn ihre Aktivitäten in letzter Zeit tatsächlich so massiv zugenommen haben sollten, dann steckt dahinter sich ein großer Plan. Ja, das klingt nach einer belastbaren Theorie. Wie Yesola bereits erwähnte, haben unsere Nachforschungen leider keine neuen Erkenntnisse hervorgebracht. Die Informationen zur Apokalypse bleiben rar gesät. Das und eure Befragung aus der letzten Bastion lassen darauf schließen, dass man in Shalayan offenbar nichts Konkretes zum Weltenuntergang weiß. Andererseits lassen die Konsultationen mit meinem Vater in Kridania sowie Kridos Gespräche mit den anderen Ratsmitgliedern darauf schließen, dass der Rat dem Weltgeschehen nicht gänzlich unbeteiligt zuschaut. Als mein Vater das Hilfsgesuch Eoseas abschlug, sagte er, dass Shalayans Eingreifen den Schaden nur vergrößern und sie von ihren wahren Aufgaben ablenken würde. Vielleicht meinte er damit nicht das Sammeln von Wissen im Allgemeinen, sondern eine ganz bestimmte Aufgabe. Wenn dem so sein sollte, dann könnte das eine Erklärung für die Geschäftigkeit sein, die die Klauber jüngst an den Tag legen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Klauber vornehmlich für den Rat der Philosophen tätig sind, dann wissen sie vielleicht auch, was hinter ihren Aufträgen steckt. Ich schlage vor, wir schauen uns im Labyrinthus um und befragen die Klauber, die dort arbeiten, direkt. Vielleicht finden wir so Antworten. Endlich! Das ist die typische Antwort von mir. Da sprüht aber jemand gerade aus der Begeisterung. Jupp. Ah, ich bin nicht so der Stadtmensch, ne? Ich muss unbedingt Energy für morgen aufschreiben. Ich ahne, dass ich wahrscheinlich wirklich doch bis spät in die Nacht hier sitze. Und morgen bei dem Stream, also ich streame nicht, aber dann beim Stream schauen einpennen werde. Da gehe ich 100% davon aus. So viel kann Frühstück mich dann auch nicht wachhalten. Also unbedingt Energy aufschreiben. Muss ich unbedingt dran denken. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich morgen essen will. Auf jeden Fall Baguette. Wir haben nämlich noch zwei, also mindestens zwei Baguettes im Kühlschrank. Zum selber belegen. Ich habe noch keine Idee, was ich drauf haben will. Ich bleibe noch etwas hier und vertiefe meine Nachforschung. Bei der Gelegenheit gebe ich auch die ausgeliehenen Werke zurück. Wir sehen uns dann später wieder. Danke, Ra. Wir können uns ja im Annex wieder treffen. Das könnten wir tun, ja. Ich bringe dich zum Eingang des Labyrinthus. Triff mich am Fuß der Treppe, die hier hochführt. Oh, ich muss wieder runterlaufen. Ich wäre auch mal wieder bereit zu kämpfen. Das sag ich selten. Das sag ich echt selten. Auf geht's zum Eingang des Labyrinthus. Gelangt man, wenn man diesem Pfad folgt. Der Weg hat einige Biegungen. Kann etwas verwirrend sein, wenn man ihn nicht kennt. Aber keine Sorge, ich werde dich sicher hinführen. Du musst mir nur folgen. Öffne nun voraus, verliere sie nicht aus den Augen und bleibe hier dicht auf den Fersen. Ja, das soll ich wohl hinkriegen. Die geht jetzt nicht ernsthaft. Alter, selbst im Gehen bin ich schneller. Oh Gott. Komm, rennen wir ein Stück. Ja, das wäre super.
Ja, da will ich mich jetzt gerade noch nicht harmonisieren, erst wenn wir da sind. Davor, wir sind's gleich. Ja. Tada, da wären wir. Hier hinter diesem Tor liegt eine Treppe, die uns direkt zum Fahrstuhl ins Labyrinth führt. Das nächste Mal kannst du auch einfach den Stadt-Eteriten nutzen. Das ist bequemer. Am besten, du harmonisierst dich direkt. Hättest du mich nicht da vorne stehen lassen können? Muss ich erstmal wieder zurückrennen. Papp Ilse. Ich hab dich gern, aber nein. Pocket Monster. Ein Lala namens Pocket Monster. Ah. Ich werd nie mehr. Okay. Pocket Monster. Nett. Damit werden alle versammelt. Ich habe unsere Zutrittspapiere bereits ausgefüllt. Wir werden jetzt diesen gewaltigen Fahrstuhl nutzen, um ins Labyrinth zu gelangen. Tief unter der Stadt der Gelehrten erhält eine künstliche Sonne ein gewaltiges Himmelszelt. Zu allen Zeiten gab es jene, die die gewaltigen Gewölbe einem erweiterten Bücherregal gleich als Lagerstätte für ihre Studienobjekte nutzten. Ist der Platz einmal aufgebraucht, bringt das Labyrinthos schlicht einen weiteren leeren Raum hervor, der befüllt werden kann. Der Ort schien an sein Schicksal als endloses Lager gebunden, bis sich eines Tages alles änderte. Und so stapelt sich hier Wissen über Wissen. Was sich das Labyrinth einmal einverleibt hat, bleibt für immer verborgen. Wurde alles künstlich erschaffen. Wir befinden uns tief unter Shalayan. Alles vom säuselnden Wind bis zum plätschernden Wasser ist dem Geiste der Shalayaner entsprungen. Shalayan selbst ist eine Vulkaninsel, musst du wissen. Dieser Hohlraum hier war einst eine gigantische Magmakammer. Sie wurde vor ungefähr 400 Jahren entdeckt und zur Lagerung von Material und Kultivierung von Forschungsobjekten verwendet. Die unteren Ebenen der Grotte werden auch heute noch stetig ausgebaut. Sag mal, das da unten sind doch Klauber, oder nicht? Sieht ganz so aus, Schwesterherz. Ich dachte immer, sie arbeiten alleine, aber das sind mehr, als ich erwartet hätte. Unsere Vermutungen scheinen sich zu bestätigen. Da ist irgendwas im Gange. Kommt, teilen wir uns auf und fühlen ihn auf den Zahn. Hast schon einmal mal bemerkt, dass wir fast 8 Stunden schon einen Stream am Laufen haben? Wie lange bin ich in dem Spiel? Hast du gerade etwas gesagt? 351 Minuten. Überhaupt nicht süchtig, nein. Möglicherweise ist mir die Fahrt nach unten schlecht bekommen.
Was auch immer es war, es ist vorbei. Komm, schauen wir, was wir in Erfahrung bringen können. Okay. So, so ein planmäßigen Inventur gefunden. Okay. Dieser Blub, was er für Geräusche macht. Bei der Krämerin könnt ihr gleich mal ein bisschen was verkaufen. Bestimmt irgendwo irgendwas. Ich hätte mir nämlich eigentlich einiges zur Seite gelegt, was ich verkaufen wollte. Das war's nicht, das war's auch nicht. Das war's auf jeden Fall. Das war's auch. Das sowieso. Das war's. Ich hab mir alles so schon aus der Seite gelegt. Und was habe ich davon bisher gemacht? Gar nichts. Okay. Ja, ein Kacki für Teleport draufgegangen. Oh je. Bei mir hält sich das sogar alles gerade noch an Grenzen. Das hier wollte ich auf jeden Fall alles verkaufen. Oh, warte mal. Ja. Oh. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Nee, es kommt drauf an. Wenn man allgemein schon nicht viel Geld besitzt, dann kann es viel sein. Nein, theoretisch. Immer vorausgesetzt, wie man ja, hat. Ja, damit bin ich zufrieden. Also mich würde es jetzt gerade auch nicht mehr stören. Sagen wir es mal so, vor 2 Wochen hätte ich noch gesagt, ouch. Der hätte mir das noch ordentlich ins Fleisch gebissen. Jetzt, ja. Geht. Ah, jetzt. Danke. Da. Warte mal. Das ist so schön. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Hast du
mit den Klaubern gesprochen? Jupp. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn dieses Ding ankommt, ne? Jedes Mal. Oh. Verstehe, sie wurde also plötzlich von einem Auftragsflut überwältigt, die sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt. Und dazu kommt, dass in den Lagern kaum Platz mehr ist. Keine Frage, hier spielt sich etwas Großes ab. Tada. Ist denn... Persönlich einfach... Griff. Naja. Dann nicht. Du hast ziemlich interessante Informationen aufgeschnappt. Ich glaube, wir müssen mehr über diesen Aufträge erfahren. Wer hat die Klaube beauftragt und welchen Zweck dienen sie? Ich hätte da einen Vorschlag. Was hältst du davon, wenn du einem Klauber deine Hilfe anbietest? Da war doch einer dem ganzen Charme Murmelhörnchen entlaufen. Wenn wir ihm auf der Patsche helfen, ist er vielleicht etwas aufgeschlossener und erzählt uns ein wenig mehr über seine Arbeit. Schau auch, ob ich mich nichts nützlich machen kann. Wir treffen uns dann später wieder und tauschen uns erneut aus. Da, 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 da. Dieser Blob. Der Blob. Ich bin der Blob-Klasse. Männliche Viera. Wie werde ich mit den Dingern nicht warm? Männliches Bunny. Marmormäuse suchen und Fressfeinde bekämpfen. Ach, da hinten muss ich hin. Darf ich endlich kämpfen? Ich würde mal gern kämpfen. Alter. Hallo T-Rex. So, eigentlich braucht man ja nur der ganzen Schar folgen. Bitte den ergreifen, der ja auch gehört. Nein, das ist mein Blob. Ja. No. Ach, komm schon. Da muss ich hin. Jetzt wieder rüber. Danke. Da brauchst du es. Ja.
Ich nehme jetzt kurz Rad hier. Die Befürchtung, ich muss da hoch.